Habe ich zwei schon gespeichert eigentlich? Ich glaube, ich bin so dumm schon und so vergesslich. Beides. Ja, habe ich ja. 22.04. Wir haben 22.06. Ja, gespeichert, passt. Hier ist da hinten ist neu, ne? Ja, natürlich müssen wir da durch. Man, wir könnten vielleicht auch da lang. Ah, verstehe. Warte mal. Du brenn mal. Währenddessen ich mal die Stufe 3 Spinte mal öffne. So, Ripper klingen. Das ist sehr cool, weil die haben gerade alle verplempert. Nochmal Ripper klingen und Plasma. Wir brauchen für die Energiekanone eigentlich Munition. Lebst du immer noch? Das ist nur eine Feuerwand. Irgendwann stirbst. Ich glaube, er ist gestorben. Hey, Bronzehalleblätter. So. Die Kollegen werde ganz kurz mit dem Plasma-Cutter los. Ich glaube, der ist jetzt verreckt. Na komm. Na toll. Na gut. Wer kotzt? Da ist nur einer. Gut, aber die hat nicht einmal eine Feuerwand überlebt. Ich glaube, das haben wir gut gelöst. Aber die Musik ist trotzdem noch. Toll. Gut. Wir müssen wahrscheinlich... Ah, da lang, okay. So, wo sind denn die verreckt? Da ist mir einer verreckt. Energielaserkanone, wir brauchen Energie für die Energiekanone. Was hast du gedroppt? Energie für die Energiekanone, danke. Laden wir gleich nach. So. Bleiben wir nur ein bisschen beim Flammenwerfen und dann wechseln wir wieder auf den Plasma-Cutter. So. Schauen wir außerdem noch ganz kurz in den Raum rein, ob da vielleicht noch Stufe 3 Spinte waren oder so. Im Pausenraum. Ah, das war der Raum. Aber da hat es nichts begeben. Gut. Alles klar, dann gehen wir da durch. Und ich glaube, das war beim letzten Mal noch verschlossen. Kommunikationszugang. Zugang. Halle. Willkommen auf der USG Ishimura. Das schaut auf jeden Fall sauberer wieder aus. Das ist schon mal sehr gut. Einmal Karte aktualisieren, bitte. Schade, dass er das nicht automatisch da macht. Okay. Ich gehe gleich mal nach links, weil da ist eine Stufe 3 Türe. So, ich glaube, da müssen wir durch. iPad, bitte schräg mich nicht. Freigabe bestätigt. Was gibt's denn da Schönes? 400 Credits, 800 Credits insgesamt. Impulsprojektile. Okay, können nicht mehr nachladen. Ah, 4 wollte ich drücken. So, 1200 Credits. Jetzt sind wir schon bei 2000 Credits insgesamt. Und das war's hier. Schade, okay. Gut. Was ist da schon wieder passiert? Keine Ahnung, okay. Auf jeden Fall ist dazu. So. Wir müssen aber da lang.
Gott, was höre ich da? Was höre ich da schon wieder? Na, was höre ich da schon wieder? Okay, da links ist auf jeden Fall irgendwas. Da rechts müssen wir hin. Gehen wir mal da lang. Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert. Okay. Bailey, ich glaube, das ist ein Rick, den wir brauchen. Logbuch des Kommunikationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Mathias weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. Egge 7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und wir haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Verfluchte Scheiße. Verdammt. Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Es ist vorbei. Okay, also der Captain Mathias, der ja auch ein Unitologe war, der hat also die ganze Kommunikation da abgedreht. Der wurde ja dann von Karen's Kind getötet, was aber mehr oder weniger versehen war. Mit irgendwas Spitzen durch sein Auge, also ziemlich grauslich. So, Bailey, brauchst du das Geld noch? Na, dann nimm es. Und den Rick brauchst du dann nicht mehr. Binde den Rick von Kommunikationsoffizier Bailey. Aber, Kollege, die hätte es schlimmer erwischen können. So. Dann schauen wir uns mal um. Devala befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Niemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich behalte hier alles im Blick. Da war schon wieder komisches Rauschen. Antenne richtig ausrichten und Kommunikations... Was passiert da? Irgendwas passiert da, glaube ich, gerade. Um Kommunikationsarray zu reaktivieren. Mhm. Na gut. Oh, da ist nur Stufe 3 Tür. Habe ich das. Das ist doch gar nicht markiert. So eine Frechheit aber. Abspielen. Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Fortschrittsbericht Captain Benjamin Mathias am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen können. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kine, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Tut mir leid, dass ich Egge 7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckhart wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Irvkov das vertuschen will. Altman sei gepriesen. Mathias Ende. Also, wie er schon sagte, der Kain hat am ursprünglichen Marker gearbeitet, also es gibt schon einen Marker anscheinend. Okay. Ah, jetzt ist die Tür gekennzeichnet. Freigabe bestätigt. So, Impulsprojektile, Energie für die Laserkanone. Ist ein Halbleiter. Ja, Rubin-Halbleiter sogar. Sehr gut. Dann haben wir da wieder Impuls und Flammenwerfer-Muni. Sehr nice, okay. Na gut, dann wollen wir mal.
Und da ist... Achso, na, da geht's ja nicht raus. Aber da geht's raus. Wir haben schon mindestens einen Necromorph gesehen, einen Lurker, glaube ich, war das, die... Schwerelosigkeit aktiviert. Renn du einmal. Du auch. Ja. Nachladen. Ja. Na, ich würde... Hallo? Okay, kann ich glaube ich nicht weit nehmen. So, jetzt kriege ich aber... So, jetzt da wir wirklich wieder mal Waffe wechseln. Weil doch nicht landen. Okay. Dann will ich looten. Gott, ich glaube, die haben schon alle was gedroppt, nur. Das finde ich nicht, weil das irgendwo in der Gegend herumfliegt. Würde ich mal vermuten. Ah doch, da kann ich schon machen. Das will ich haben. Das will ich haben. Und das will ich haben. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gelootet. So. Aber irgendwo lebt, glaube ich, noch einer. Machen wir mal einen Rundgang da. Mhm. Machen wir mal einen Rundflug. Geht ein bisschen schneller, glaube ich. So, was müssen wir da jetzt tun? Wir müssen irgendwie den Kreislauf da wieder herstellen. Das heißt, warte mal. Wenn ich das richtig versch... Ah. Okay, warte mal, das wird ein bisschen komplizierter. So, jetzt kommen wir raus. Das kommt richtig platziert, vielleicht. Ja, so rein. Na, so eigentlich nicht. Okay, das geht doch nicht rein. Warte mal, ich muss mir das ja kurz ein wenig anschauen. Dann. Das brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich. Okay, das ist, glaube ich, auch neu übrigens. Das würde ich mal hier hineinpacken. Na. Gut. Dann nehmen wir das einmal. Dann passt das, aber das muss jetzt doch reinpassen. Die Ecke wäre hier. Na, kann man die irgendwie drehen? Der dreht die alle falsch. Ja, so soll es nämlich sein. Das macht doch nicht. Also checkt das schon, wie das funktioniert, nur die Ausrichtung ist falsch. Okay. Probieren wir das einmal aus. Ah. Das darf ich nicht wegnehmen. Ah, da haben wir noch ein paar.
Ja, endlich einmal was, was passt. So. Jetzt kommen wir mal weg, das braucht keiner. So, da brauchen wir was Gerades. Geht das vielleicht? Na. Dann brauchen wir was anderes Gerades. Gibt's noch irgendwo was Gerades? Da ist nur Ecken. Na, was Gerades sehe ich jetzt nicht mehr. Ma, ich würde so gern wissen, die Taste. Na, wie man sie mit Klick am Maustasten, wie man sie so gerade richten kann, genau. Genau, das habe ich gesucht. So, ich glaube, wir brauchen da was Gerades. Genauso wie hier. Oder. Wir nehmen das weg. Wo ist denn das gerade, was wir da vorher gehabt haben? Das müsste halt irgendwo nur durch die Gegend fliegen. Warte mal, wir wieder einen Grad richten. So, danke. Wo ist denn jetzt das gerade Teil? Jetzt haben wir ein bisschen. Da ist ein Eck. Was warst du? Na, komm her. Du warst gerade, die habe ich gesagt. So. Dich tue ich jetzt mal hier rein. Jetzt geht es nämlich da lang. Ja, aber es ändert ja trotzdem nichts dran, dass wir ja, glaube ich, irgendwie da runter müssen, ne? Das heißt, wir brauchen mindestens so eine Gerade. Kann man die nicht ändern? Ich schaue mir ganz kurz. Nö. Und die sind wirklich da alle kaputt, ne? Ja, die sind alle kaputt. Da ist nix. Ich schaue mir das mal so ein bisschen um und sammle das dann mal. Alles auf, was noch funktioniert. Das Beispiel kann man noch mitnehmen. Außer man kann vielleicht. Ja, man könnte. Okay, ich probiere nur was anderes aus. So. Da müssen wir gerade richten. Ist irgendwie möglich, ist bitte. Danke. So. Fuck, jetzt probieren. So. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Das kommt wieder raus. Danke. Du hast einen super Dienst erwiesen, aber jetzt brauche ich den nicht mehr. Wir machen das jetzt anders. Das kommt da jetzt rein. Alter, perfekt. So. Dann. Wir machen das jetzt ein bisschen kreuz und quer. So. Wir machen das linke zuerst einmal. So, jetzt brauche ich eins, was am besten noch. Weiß nicht, links vielleicht geht. Na, geh weg, das brauche ich nicht mehr. Ich nehme das mal raus. Na, das passt schon mit One. Ja, genau so wollte ich das. So, jetzt brauche ich die eins, was vielleicht noch rechts geht. Du kannst nur schauen. Okay, das war der Chance. Was bist du? Du bist was hin, nix, du bist mir gleich weg. So. Die brauche ich. Komm her! Komm her! Na komm her! Gerade, nicht schüchtern sein. So. Du kommst da rein. Ich hoffe, man muss noch auch so eine Leitung verlegen. Na. Das ist so wegen das Gegenteil, was ich von dem, was ich will. Komm du mal her. Du kommst wieder raus. Du kommst wieder her. Jetzt muss nämlich raufgehen. Ja. Ja. Und jetzt brauche ich nur da gerades. Oder warte mal.
Warte, ich muss mich nochmal gerade richten. So. Schauen wir mal, vielleicht geht's mit dem Geraden. Ansonsten machen wir es nur mal mit zwei Ecken. Wir machen es mit zwei Ecken. So, das bedeutet jetzt irgendeins, was nach links oder nach rechts geht. Das ist mal keins von beiden. Gerade rücken. So. Nehmen wir das einmal. Vielleicht müssen wir eh nur eine Leitung verlegen quasi. So. Braucht da keiner. Da liegt das irgendwas. Credit. Da habe ich die schon probiert. Ja, gut, gut, gut. Da und jetzt, wenn wir kurz auf den Bildschirm schauen, genau, es braucht hat man nur mehr nur eins, was praktisch jetzt nach oben geht. Ja, probieren wir auch wieder aus. Das wollte ich nicht. Meine Güte. Du bleibst da drin. Dann nehmen wir die einfach mal. Da muss das rein. Ja! Oder? Da liegt nur was. So, wo ist denn der Bildschirm? Ah nein, das soll jetzt nicht funktionieren, oder? Oder? Das müsste schon funktionieren. Ah! Ah, scheiße. Das geht nur hier und hier. Oh. Oh. Scheiße. Okay, warte mal, warte mal. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich schwör's euch. Das muss... anders, warte mal. Ich krieg das hin. Ich bin der Isaac, wenn Mechaniker kann das. So, das kommt einmal raus. So. Komm, Mann, wo ist denn das gerade Teil? Wo ist denn das gerade Teil? Das müsste ja da jetzt eigentlich gehen. Was tut das gerade? Ja. Wenn ich dich jetzt hier hineinpacke. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen, ne? Genau, und jetzt nur irgend so Ecken. Probieren wir die nochmal aus. So. Jetzt aber. Wir haben's. Perfekt. Das hat geklappt. Versuch einen Kanal zu Werner zu öffnen. Mach ich. Ziel abgeschlossen. Repariere das Kommunikationsarray und Ziel aktualisiert. Aktiviere das Kommunikationsarray. Okay. Das war mal ein wenig spannenderes Rätsel und Anführungszeichen. Aber hat mir gefallen. Der Soundtrack ist schon ein bisschen crazy. So. Was? Ich nehme schon wieder 3/4 Stunde auf. Wo ist denn die Zeit? Okay, das muss. Wie lange bin ich jetzt da drin gewesen? So lange war ich jetzt. War ich da jetzt doch nicht drinnen, oder? Holy shit. Okay, dann nehmen wir mal Kontakt zu Rayla auf. Kommunikationsarray aktivieren. Yes. Hier ist die USM Vala. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Oh, oh. Nicht die Rettungskapsel öffnen. Rettungskapsel? Ah, scheiße. Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war da drin. Nein, 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 nein. USM Vala, kommen. Kommen, Vala. Ah, oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen?
Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Okay, alles schief. Aktiviere das Comrade-Ziel abgeschlossen. So, Ziel aktualisiert. Fahre die Antennen aus. Mach mal. Oh Gott. Jetzt haben wir praktisch Jane losgeworden. Und das wird jetzt... ja, brutal enden. Für die USM Valor, wenn die jetzt die Kapsel öffnen. So, jetzt. Holy shit. Wartungsgondel. Oh, das ist Energieknoten. So. Ah ja, tatsächlich, das ist ein Gondel. Credits, Credits. Okay. Oh Gott, ich mag keine Gondeln. Ich sag's ganz ehrlich. Oh Gott, dann wollen wir mal. Okay, die war harmlos. Die Geräusche und so sind eher nicht so harmlos. So. Mhm. Ein Textlog. Die Kommunikation. Also, die Kommunikationsstaffel. Persönliches Logbuch E. Bailey. Erster Kommunikationsoffizier. Unser Besucher. Es ist wieder passiert. Das dritte Mal in den letzten, wie lange auch immer. Ich kam nach der Schicht rein und Rousseau war wieder am Sender. Xia sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xia seit dem letzten Mal, als ich Xia erwischte, überhaupt geschlafen hat. Nicht gerade beruhigend. Rousseau hat mich nicht kommen hören, also habe ich diesmal nur gelauscht. Xia unterhielt sich wieder mit der Kommunikationsstaffel. Xia redete und hörte zu. Dann lachte Xia sogar. Gott, wie lange ist es her, dass jemand auf diesem verdammten Schiff gelacht hat? Ich weiß, ich sollte im Maschinenraum Bescheid sagen. Ich habe Rousseau schon mehrmals gesagt, dass wir keine Kommunikationsstaffel haben. Dass die Anlage irreparabel kaputt ist. Dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Und Xia hört mir zu. Aber es ist, als würden die Gedanken einfach wieder aus Xias Kopf verschwinden. Hä? Als ob es zu viel wäre. Ich verstehe das. Alles auf diesem Schiff ist zu viel. Diesmal lasse ich... Was ist mit diesem Xier? Also einfach reden. Wenn ein kaputter Sender und ein Mikrofon voller Rauschen Xier hilft, vielleicht sogar dabei, das Schiff ein wenig länger am Laufen zu halten, wer bin ich, darüber zu urteilen? Und ja... Vielleicht habe ich selbst ein- oder zweimal nach Feierabend den Sender benutzt. Für alle Fälle. Wie heißt es in diesem Gedicht? Hoffnung singt Lieder ohne Worte, aufs Neue, unentwegt. Okay. So, da hätten wir die Werkbank. Wir haben nur Anknoten. Wir wollten ja, glaube ich, jetzt ins Energiegewehr hinein investieren. Diesmal mal da sind, machen wir es einfach mal. Ah, das haben wir schon. Ah, rein, Schaden. So. Na gut, speichern wir ab. So, und dann... Gehen wir da weiter.
Arm. Alter. Holy shit.